Willkommen, liebe Kollegen, liebe Gäste, zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Regionalliga Südwest SV Spielberg gegen den 1. FC Saarbrücken. Endstand bekanntlich 0:0. Bei meiner Seite rechts ist Teifmüller Jan, der Trainer des 1. FC Saarbrücken, und links bekanntlich Hartmut Kaufmann, unser Cheftrainer. Herr Jan, 0:0 hier in Spielberg. Ich glaube, für die Ambitionen des 1. FC Saarbrücken dürfte das ein bisschen zu wenig sein, oder? Ja, kann man schon so sagen, weil ja, wir wollten unbedingt hier das Spiel gewinnen heute, dass wir mal wieder in den Rennen bleiben. Aber ja, da war nie so einfach, weil die Gegner uns nie so einfach gemacht haben. Und ja, der Platz bei Hände, glaube ich, war auch so schwer für uns, halt ein bisschen Fußball, ist ja irgendwie eine Lösung zu finden. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, die Mannschaft hat engagiert gespielt. Ja, die erste Halbzeit, ich denke, haben wir zwei gute Chancen gehabt, wenn man die gemacht hätte oder so, wer weiß im Fußball, wie halt das Spiel zu Ende kommt. Und dann ja, haben wir nichts gemacht. Zweite Halbzeit halt, ja, haben wir auch nicht diese ja, Konzentration gehabt. Ich glaube, zweite Halbzeit haben wir nicht mehr so viel Druck gemacht nach vorne, was wir machen wollten. Und da haben wir wieder bloß Standard, die Gegner halt viel Chance gegeben. Und dadurch, glaube ich, sind die auch zweimal gut, you know, über Standard fast auch das Spiel heute gewonnen konnte, oder einmal einen Konter, wo die gut rausgespielt haben. Aber so wie gesagt, haben wir da auch trotz der Fehler was gemacht haben, you know, nicht zum Rückstand gestanden. Und dann zweite Halbzeit, glaube ich, dass Söki, you know, zwei gute Chancen gehabt hat im Fuß, 2-1, und dann spielt der Ball lang weg vom Tor. Bei der zweiten Halb, wo er eigentlich gut geschossen, Torwart gut gehalten, aber ich denke, wenn einer Entschlossenheit seiner Seite gewesen wäre, da hätte er das, you know, dieser zwei Chancen noch besser ausgenutzt. Ja. Und ja, ist schade halt, haben wir heute keinen 3 Punkte geholt. Aber so wie gesagt, ich kann die Mannschaft erst gar keine Vorwürfe machen, haben alles versucht. Und heute leider hat nichts gereicht, you know, hier 3 Punkte mit nach Hause zu nehmen. Müssen Sie jetzt das Saisonziel neu definieren oder glauben Sie, dass Sie doch noch ganz nach vorne rankommen können? Ja, ich glaube auch noch, weil ich denke, Fußball, solange es nicht der 34. Spieltag Schluss ist, da haben wir immer noch Hoffnung, haben wir immer noch Chancen. Und ich denke, rechnerisch sind immer noch alles drin. Also wenn die vor uns sind, ihre Spiele verlieren und wir noch unsere Spiele gewinnen, ich spiele ja nur gegen die 3, die da oben sind. Und ich denke, nach wie vor ist immer noch Chancen da. Und solange wir sehen, dass Chancen da ist, dann werden wir weiter dran arbeiten, weiter daran kämpfen, dass man die Minimalchance, was man hat, das auch wieder so nutzt. Danke, Sie haben zunächst Hartmut 0:0, also eindeutig, klar, in der Abwehr stehen die Null, aber vorne leider auch, obwohl einige gute Chancen waren, zum Beispiel gerade 10 Minuten vor Schluss eine große Chance für uns. Ja gut, meine Mannschaft hatte gerade eben Lob bekommen vom Gästetrainer, in dem er gesagt hat, dass seine Mannschaft alles gegeben hat. Und wir aber da gute Gegenkalter haben, unser Spiel, das, was wir uns vorgenommen haben, was wir uns diese Woche erarbeitet haben und gedanklich durchgespielt haben gegen der 1. FC Saarbrücken, denke ich mal, haben wir gut hinbekommen. Auch diese Ordnung, wo wir gestanden sind und dass wir in den Bereichen Saarbrücken wehtun wollen, wo sie gefährlich sind, das haben wir gut hinbekommen. Da waren wir dann präsent, haben dann auch einen Ballbesitz bekommen. In der einen oder anderen Situation gehört dazu zum Fußball, haben wir Glück gehabt. Auch der Norman hat gut gehalten in der Szene, das muss man schon sagen. Aber auch wir haben unsere Chance gehabt, nach vorne gespielt. Und ich sehe jetzt tatsächlich so, das war für mich ein 0:0-Spiel, das für mich vom Mannschaftsgedanke her und von der Mannschaftsleistung her war sehr gut ist. Und ob da jetzt eine 0 vorne steht oder eine 0 hinten steht, das gehört zwar dazu, Tore gehört dazu zum Spiel, aber heute in diesem Tag fand ich, dass wir gegen Saarbrücken, denke ich mal, schon sehr gute Gegenkalte haben und das Spiel auch nicht nur zerstört, sondern auch selber unsere Aktien gesetzt haben. Und das hat die Mannschaft sehr gut gemacht und da bin ich ja zufrieden damit. Mit dem Danke. Du hast ziemlich viel rotiert heute vor dem Spiel, aber da war eine Steigerung doch unverkennbar heute gegenüber den letzten Spielen. Ja, wir haben ja einen Kader, wir haben 24 Spieler im Kader
Wir versuchen jedem Spiel Praxis zu geben. Keine Frage, sind wir schlecht in das Jahr 2016 gestartet mit 2 Niederlagen, dass man dann das eine oder andere verändert und dass auch der eine oder andere nach seiner Krankheit oder Erkältung und Verletzung wieder sich jetzt rangearbeitet hat. Das ist normal, das gehört dazu. Und ich denke mal, dass wir heute auch ein anderes System jetzt gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel gegen Balingen. Das war gut. Ich glaube, da fühlt sich die Mannschaft auch drin wohl. Und das werden wir jetzt diese Woche noch einmal besprechen, intern mit der Mannschaft, wie wir dann weitergehen. Und für mich sind alle 24 Spieler wichtig. Die Jungs müssen das einfach durchziehen und müssen dagegen halten und sich wehren gegen die Situation, weil Fußball spielen. Haben sie heute wieder bewiesen, können sie. Das funktioniert. Ja, auch das Kurzpassspiel hat mir gut gefallen. Also von dem her, ich bin zufrieden mit dem 0-0. Danke, Hartmut. Kollegen, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte. Fragen an Janis. Gab es im dritten Spiel wieder kein Feldtor? Da hast du gesagt, man muss aggressiver werden. Was kann man jetzt im Training noch machen? Irgendwas, wer kommt jetzt, weil das kommt, da muss ja, die haben wir wahrscheinlich, da wird ja noch eine versiertere Abwehr, als will jetzt den Kollegen mit dem Nahtrainer. Da muss ja dann eigentlich noch eine wesentliche Steigerung kommen, um dann nochmal aus dem Feld zu machen. Ja, da arbeiten wir ja dran. Wir wollen auch nicht, wie nennen wir das, immer bis letzte Sekunde warten, dass wir durch Standard Tore machen. Ich denke, in der Vergangenheit haben wir gezeigt, dass wir im Spiel auch Tore erzielen können. Haben wir viele schöne Tore erzielen. Ist leider momentan halt, weiß nicht warum, auf immer das Hacken, dass wir halt durch unser Stürmer oder durch unser Trainer die Möglichkeit haben, die Möglichkeiten sind ja da, aber es ist halt leider nichts verwerten. Deswegen, wir werden weiter arbeiten, weiter Torschussübungen machen, weil durch Training kann man halt die Dinge besser machen. Und von daher, wir wissen, das Problem ist halt, dass wir zum Abschluss nicht so konzentriert sind oder teilweise. Aber was kann man da machen? Außer Training und hoffen, dass dann beim nächsten Spiel halt das dann klappt. In den Trainingsspielen sind ja 12 Tore gefallen gegen relativ starke Gegner. Jetzt heute in 3 Spielen keins. Das ist mal ganz schlecht vergleichen. Ja, also wir haben auch Gegner gehabt, die uns das schwer gemacht haben. Ja, also ich denke, heute standen die Gegner ganz gut. Die 3-4 Chancen, was sie zugelassen haben, haben wir das nicht gelöst. Deswegen muss man Kompliment an die Gegner auch, weil ich glaube, es ist keiner wie Gegentor kriegen. Einfacher so Gegentore. Von daher, wir werden einfach weiter trainieren. Und dann, ich hoffe, beim nächsten Spiel, dass dann klappt. Dann bedanke ich mich bei den beiden Trainern, Kai Fürdian und Hartmut Kaufmann. Ich wünsche unseren Gästen aus Saarbrücken eine gute Heimreise und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Danke für die Fahrt.